Ja, in der letzten Folge leider vergessen, dass wir das Ganze hier im Rundfahrtmodus machen. Damit begrüße ich euch recht herzlich. Willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Bus Simulator. So kann das manchmal auch gehen, ja, dass man einfach eine Linie fährt und dann denkt, irgendwas war falsch. Und das war es. Wie gesagt, wir hätten die Aufgabe auf der Linie 24 leider im Rundfahrtmodus machen müssen. Deswegen müssen wir das Ganze heute nachholen. Und ich dachte mir, wir nehmen heute den MAN und dann klappt das. Dann gehen wir das Ganze schon hin. So, wir legen mal hier Vorwärtsgang ein, hauen den Retarder rein und los geht's. Bis das wir auch mal machen können. Wir machen mal heute mal ein bisschen Mucke an hier. So. Bitte eine Fahrkarte haben? So, eine Woche. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog. Nur um die Schnitt. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Was hat sie jetzt gesagt? Danke. Worüber hat sich hier jetzt aufgeregt? Ich brauche eine Fahrkarte. Standard. Brücken. Ich glaube, diese Musik dürfte GEMA-freundlich sein. Ich hatte es ja in den Folgen schon angesprochen gehabt, dass ich selber das gar nicht so kenne, dass Busfahrer hier Musik hören. Tatsächlich, aber ist das wohl nicht ganz so richtig, denn man darf wohl halt Musik hören oder man hört zumindest Musik beim Bus. Also ich würde das wahrscheinlich auch machen, weil ich habe hier so einen richtig geilen Kopfhörer, ja, die nennt sich auch Bluetooth-Kopfhörer. Da siehst du das gar nicht, wenn du da so einen Ohrstecker da im Ohr hast. Und dann kannst du da halt auch Musik hören. Ne? Darf dich halt bloß nicht ablenken. Und deswegen dachte ich mir mal heute, wir nehmen mal die Musik mit und schauen mal, was da für Tracks dabei sind. Das kann ich, aber ich bin der Meinung, auf dem PC kannst du sogar deine eigene Musik hier abspielen lassen. Aber ich denke mal, das wird auf der PlayStation wohl nicht gehen. Der Track animiert zum Rasen. Happiness is a smile.
So, Tag, Student, Brücken. Danke. Ja, ja, bitte, bitte. Dass man hier alles ertragen muss, was man hier alles erleiden muss hier in dem Bus-Simulator. Leute, die nicht aufpassen. Oh, 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 oh. Ui, 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 ui. Ja, tut mir leid. War jetzt gerade ein bisschen abgelenkt gewesen tatsächlich jetzt von dem Auto, was auf einmal neben mir war. Der tote Winkel lässt grüßen. Und ja, in dem Moment ist uns dann einer reingefahren. Soll uns jetzt mal nicht interessieren. Fahren jetzt einfach mal hin und zurück. Solange wir keine Fahrgast irgendwie umfahren, sollte das Ganze alles gar nicht so dramatisch sein. Geben uns zwar ein paar tausend Euro flöten, aber... Ich glaube, wir haben keine einzelne Bestandslinie oder sowas, die wir wirklich noch vom Anfang an haben oder sowas. Weil wir sie ja eigentlich dann immer alle relativ schnell umbauen. Ich war nachmittags im Schwimmbad und hab dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Du Glückspilz, ich musste gestern arbeiten. Oh, sie musste gestern arbeiten, habt ihr gehört. So, die Musik klingt ein bisschen nach Fahrstuhlmusik. Die Gutsbauergasse. Dass er so verschwommen ist da, ne? Das Nummernschild. So, nächste Folge wäre super, wenn wir dann endlich mal den neuen Bezug frei bekommen. Vielleicht ja auch eventuell den letzten Bezug. Es ist auch schon sehr, sehr laut hier alles.
So. Alles einsteigen, aussteigen. Einzeln. Standard Brücken 2,08 Euro. Eine Fahrkarte. Eine einzelne Standard Brücken. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Bip, bip, bip. Danke. Did. Eine Tageskarte, Standard. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. So, mal eben schnell gewendet. Jetzt kommt die Ruckrunde und danach sollten wir eigentlich alles geschafft haben.
Senior drücken. So ein schöner Tag. Danke. Du kommst zur Party mal. Ein Sägewerk, oder? Ja. Student. Danke. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hat das noch irgendwer? Wir haben Fahrgast zurückgelassen. Interessant. Aber wenn sie auch nicht einsteigen, dafür kann ich ja nichts. Oder? Hey, lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Oh, es war genial. Den ganzen Tag nur Sightseeing und Shoppen. Klingt gut. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Blinker-Codec gesetzt. So, Stadtverwaltung. Ah, es wäre so toll, wenn wir es jetzt so langsam knacken. Also ich glaube, lange kann es ja nicht mehr dauern. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was jetzt da für Aufgaben so kommen sollten. Ich habe Urlaub. Was ist denn so euer Lieblingsbus? Welchen fahrt ihr denn relativ gerne hier im Bussimulator? Also ich glaube, bei mir ist es tatsächlich der MAN. Danach der Mercedes. So, die Bootsbauergasse. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was so euer Lieblingsbus ist. Ich finde es ein bisschen schade, dass es tatsächlich den Workshop nicht gibt. Somit verpasst. So, ihr verpasst den Solaris leider. Den es als kostenlosen Download gibt. Für die PC-Version. Das ist natürlich schon ein bisschen schade. Keine Fahrkarte. Danke. So.
Glaubt das nicht, ja, aber wie schnell hier so eine Stunde rumgeht, das ist der Wahnsinn hier in dem Bus-Simulator. Oh. Mal Müll liegen lassen. Ey, fahr doch nicht einfach weiter. Was ist denn los? Normalerweise stehen die doch immer wieder eins. Glück gehabt. So. Oh, ist ja schon wieder grün. Kurz mal nicht hingeguckt, weißt du? Was? Wie bin ich denn hier gelandet? In den Bus. Ich denke mal, du bist hier reingelaufen. Vielleicht noch reingetragen, aber in der Regel läuft man hier in den Bus. Schau mal, der schickt uns ja genau so halt, oder? Nee. Ja, gleich mal auf die Minikarte gucken, aber ich glaube, der schickt uns genauso, wie wir jetzt hingefahren sind. Aber wenn wir jetzt Richtung Hafen gefahren wären, dann hätte er uns da zwischen diese ganz kleinen Straße durchgeschickt. Ist auf jeden Fall schon interessant. Yep. A little bit eilig haben wir es denn doch noch. Ich meine, wir haben zwar 8 Minuten Verfrühung, aber soll uns jetzt mal nicht stören.
Könnt ihr übrigens auch abschalten, ne, dass ihr immer zu früh losfahrt oder sowas. Gibt es hier eine Einstellung, aber ich persönlich, ja, muss jetzt hier nicht. Weil das Ding ist, das wird halt vom Apparat errechnet. Und manchmal sind denn doch die Zeiten dazwischen echt großzügig bemessen. Sagen wir mal vorsichtig. Und von daher habe ich dann halt keinen Bock, da an jeder Haltestelle, da weiß ich, da Ewigkeiten zu warten. So, alles aussteigen. Ja, bis dann. Es ist, als ob der Bus hier echt als so Müllsammelstelle benutzt wird hier. Ah, ein paar Minuspunkte haben wir. So, Lucky 7. Und damit haben wir es. Yes! 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 Jetzt kriegen wir unseren neuen. Und damit seht ihr neue Punkte. Ich habe auch schon eine neue Mission für dich. Die Stadtverwaltung hat kürzlich mit der Handelskammer geredet. Sie möchten, dass du Strecken entlang der dicht befahrenen Umgehungs- und Ausfallstraßen der Stadt anlegst. Entlang dieser Straßen wollen sie den öffentlichen Nahverkehr erheblich verbessern, um die Geschäfte der örtlichen Gewerbebetriebe anzukurbeln. Solltest du das in den nächsten Wochen hinbekommen, ist sogar ein Bonus drin. Aber hier würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze in der nächsten Folge an. Unbedingt wieder einschalten, wenn ihr das möchtet. Ich würde mich sehr drüber freuen. Verabschiede mich hier und bis zum nächsten Mal. Tschüss!